Du warst letztes auf dem Fahrradtraining, dann wend das doch an, du Blödmann.
Leute, unser Wochenende neigt sich dem Ende zu. Unser Forumstreffen von motovlog.de. Alle aktiven User, die da waren. Ein Gruß geht raus an alle. Immerhin 20 Leutchen. Hat Spaß gemacht mit euch. Illustre Truppe. Verschiedenste Bikes, verschiedene Charaktere. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, war sehr interessant. Und ja, wir haben gestern ja eine kleine Tour gemacht. Ich habe euch ja eben noch ein paar Sequenzen davon zusammengeschnitten. Und das waren so insgesamt ja, 180 bis 200 Kilometer rund um das Edertal, Edersee, Schloss Waldeck und, sag ich mal. Ein paar viele kleine Örtchen, die ich noch nie gehört habe. Ja, was kann man von diesem Wochenende, oder was nehmen wir von diesem Wochenende mit? Außer, dass wir ein paar nette Leute kennengelernt haben und spaßige Abend zusammen hatten. Dass ich erstmal das Kolonne fahren oder Gruppe fahren mit 20 Leuten gar nicht so einfach ist. Da muss man sich schon gut aufeinander abstimmen und einstimmen, weil ja jeder hat so seinen eigenen Fahrstil, ohne das jetzt irgendwie zu bewerten, dass einer riskanter fährt oder weniger riskant oder schlecht oder besser oder sportlich oder weniger sportlich oder sondern jeder fährt ja seinen Stiefel normalerweise, und wenn dann 20 Leute aufeinandertreffen und miteinander fahren sollen und wollen, dann sind das halt einfach Dinge, da muss man sich drauf einstellen, muss sich aneinander gewöhnen, muss sich aufeinander einspielen. Und das hat so ein paar Kilometer gebraucht. So hatte ich hinterher dann meine, in der Gruppe, so mein Grüppchen, an dem man gut fahren konnte, an dem man sich gut orientieren konnte. Gerade für uns als noch etwas Neulinge ist das immer ganz hilfreich. Und ja, auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Was mir noch klar geworden ist, und ich denke, das ist nicht nur mir so, dass wir noch ein bisschen was zu lernen haben. Oder beziehungsweise einiges zu lernen haben. Weil wir sind jetzt erst ein paar Monate unterwegs auf dem Bike, und also ich fand es gestern für mich schon phasenweise ja, anspruchsvoll, sage ich mal, weil ich musste mich schon sehr konzentrieren, gerade in der Anfangspassagen, viele Waldpassagen, ein paar engere Kurven, Straßen waren noch nass, teilweise waren die Straßenverhältnisse auch nicht so, und da musste ich schon sagen, da war ich nicht unbedingt locker auf dem Bike. Und das ist ja schon so eine Sache, die es deutlich einfacher macht, wenn man locker fahren kann, entspannt fahren kann, dann läuft alles viel besser. Und ich war doch sehr angespannt, erstmal sich einzugewöhnen auf die anderen Fahrer, dann auf die Streckenverhältnisse, Streckenführung, dann hat es genieselt, geregnet, nasse Fahrbahn. Und ich muss ehrlich zugeben, ich habe gerade zu Anfang einige richtig beschissene Linien gefahren, wo ich mich doch wirklich zwingen musste, wieder guck richtig in die Kurven. Du warst letztes auf dem Fahrradtraining, dann wend das doch an, du Blödmann. Und das ging dann am Nachmittag deutlich besser, wo auch die Wetterverhältnisse deutlich besser wurden und man sich so alles aufeinander eingespielt hat und ein bisschen automatisiert wurde. Ja, da muss man einfach sagen, da haben wir noch viel Lernpotenzial. Was ich sehr angenehm fand, dass die Stimmung untereinander der Leute war echt gut. Das heißt, auch als Neulinge oder sage ich mal Anführungszeichen noch Frischlinge, die noch lernen müssen und lernen wollen, kann man sich jetzt nicht irgendwie ausgesetzt vor, sondern man kam wirklich miteinander klar, man hat sich auch Tipps gegeben und alles recht entspannt, und das war schon sehr cool. Deswegen, war ein schöner Tag, war für mich auch anstrengend, das heißt, auch wenn es in Anführungsstrichen für manche vielleicht 200 Kilometer quasi am Stück zu fahren nicht so das Ding ist, für mich war es schon, also ich war schon kaputt. Als wir dann wieder zurück waren, muss man einfach so zugeben. Aber das nehme ich auch als
ja, als, ja, als Schulung kann man das sagen, weil jeder Kilometer zählt, jeder Kilometer bringt Erfahrung, jeder Kilometer macht einen besser. Und von daher nehme ich das als rundum gelungenes Wochenende mit. Und ja, ich denke, wenn sich das demnächst wieder ergeben wird, nächstes Jahr wahrscheinlich, dann, wenn alles hinhaut, würde ich sagen, würden wir bestimmt wieder dran teilnehmen. Von daher, wie oft habe ich eigentlich von daher gesagt, dieses Video jetzt? Von daher, von daher, von daher, von daher. Fast so auf die Und deswegen, genau. Deswegen würde ich jetzt sagen, wir cruisen jetzt noch ein bisschen durch die Region des Edertals Richtung Sauerland fahren wir zurück. Und dann fahren wir über Sauerland zurück nach Ostwestfalen und Nordrhein-Westfalen sind wir schon. Krass. Wir sind wir in Nordrhein-Westfalen. Juhu. Ja, ja, ich würde sagen, Grüße von uns an euch. Grüße an alle anderen, die gestern und Freitag und heute dabei waren. Ich zähle jetzt nicht alle Namen einzeln auf. Schaut einfach mal in den, bei den Motovloggern, schaut in meine Abos rein, schaut bei motovlog.de rein. Da lernt ihr auf jeden Fall ein paar nette Leute kennen und könnt auch noch Sinniges erfahren, solltet ihr Bock haben, selber Videos zu drehen. Von daher, Grüße raus an alle. Der Link zu motovlog.de ist nochmal in der Beschreibung. Genauso wie die Links zu meinem YouTube-Kanal, auf dem ihr bereits seid. Voll verkackt, juhu. Zum Instagram, zu Facebook, zu Cover Amazonas Channel. Lasst einen Kommentar da, lasst einen Daumen nach oben da, falls euch dieses und andere Videos gefallen. Lasst ein Abo da, sofern ihr es noch nicht getan habt. Und somit verbleiben wir und sagen tschö. Ghost Inc. mit schönem Gruß von der Cover Amazone. Bis dann. You're